Moin, heute zaubern wir uns zusammen eine richtig leckere Tomatensuppe. Schön mit knusprigen Croutons. Ich sag euch, das ist richtig genial. Als erstes fangen wir uns eine Tomate. Die werden alle grob klein geschnitten und mit ordentlich Salz bestreut. Dann brauchen wir eine Jalapeno, die wird auch grob klein geschnitten. Wir müssen eigentlich alles nur grob klein schneiden. Das wird nachher eh alles püriert. Dann brauchen wir einen Topf, ordentlich Olivenöl rein. Darin wird erstmal der Knoblauch schön angeschwitzt, sobald er leicht braun ist. Sellerie und Zwiebeln dazu. Noch etwas Tomatenmark mit rein. Und dann gehen auch schon die Tomaten mit Pfeffer und Salz dazu. Etwas Oregano noch. Dann füllen wir das Ganze mit Gemüsebrühe auf, eine Stunde köcheln lassen. Dann wird das Ganze nur noch durchpüriert, mit ein bisschen frischem Basilikum dazu. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Noch mit Pfeffer, Salz und Zucker abschmecken und genießen.